Ja, hallo Freunde, in dem Video geht es mal darum, euch ein paar Prospekte, in denen ich einige super Artikel gefunden habe, die ich mir gekauft habe und dieses Jahr auch gerne wieder kaufen möchte, sofern sie dann vorhanden sind und auch wieder angeboten werden. Es bleibt zu sagen, das ist meine persönliche Meinung, jeder hat eine eigene, ich bitte das zu berücksichtigen. Und ja, es kann natürlich sein, dass ihr den gleichen Artikel geil findet, dass ihr andere geil findet, zum Beispiel Verbindung oder so, die ich zum Beispiel alle viel zu teuer finde und auch nicht schön. Das erste wäre das SRS 11, nichts anderes als das SRS 9 eigentlich, oder auch Metalhead genannt, mit zwei weiteren Raketen, 15 Euro, haben alle richtig krassen Zerleger. 15 Euro meiner Meinung nach etwas zu viel, aber für die, die nicht im Internet bestellen können oder wollen oder Angst haben, dass das Feuerwerk, was sie bestellen, zu spät ankommt oder gar nicht, ist das auf jeden Fall was, was sie mitnehmen können. Wie gesagt, 14,99 € ist auch im Baumarkt, wie schon gezeigt. Werkers Welt heißt der. Ist nichts anderes als auch Dage Baumarkt. Die haben genau das gleiche Sortiment. Genau, dann der zweite Artikel wäre das voll krass. Ein kleines Familiensortiment mit Knallerbsen gestreckt, natürlich ein paar Böller, ein bisschen Jugendfeuerwerk, hier römische Lichter. Ja, 7 Raketen mit Zerleger haben alle, 2 große Vögel. Dann haben wir hier den Netto-Markendiscount, nicht den mit den Scotty. Ja, die Destroyer, meiner Meinung nach eine geile Batze für 3,99 €. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen, mindestens einmal, auch zweimal. Ja, ihr könnt den QR-Code hier mal abfilmen, also das Video pausieren und dann abfilmen. Ich weiß nicht, ob es klappt. Aber wenn ja, dann wäre es gut, dann könnt ihr euch die Artikel mal angucken oder einfach auf YouTube eingeben oder bei Google suchen. Da werdet ihr dann auch fündig, weil, ja, ich weiß nicht, ob der Code noch funktioniert hier. Wäre natürlich geil. Ansonsten halt, wie gesagt, auf YouTube abfilmen vor allem angucken. Ja, dann 6 kubische Kanonenschläge, wären auch wieder geil. Kann man an sich nichts falsch machen, egal von welcher Marke. Komet ist natürlich bei den meisten nicht so beliebt. Ich frage mich warum, Kappa. Ja, 6 Stück, 2 € kann man mitnehmen. Ich persönlich würde aber dann wieder zu den Dings greifen von Weko oder auch zu beiden, mal ein bisschen vergleichen, wie die dieses Jahr sind. Dann für mich, meiner Meinung nach, muss immer dabei sein eine Wunschrakete. Ob der Wunsch in Erfüllung geht, ob man dran glaubt oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Ich tue es nicht, aber ich nehme es einfach aus Tradition mit. Einfach irgendwas draufschreiben, was man sich wünscht. Viel Glück, Gesundheit und so weiter. Ja, Cobra. Brauche ich nichts zu sagen. Für jeden was dabei eigentlich. Wie viel Glück. Nichts anderes als Goldrausch oder Goldraketen, wie sie beim Lidl heißen. 6 Raketen, 9 €, wenn man es jetzt mal sehen könnte. Genau. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Was ich noch anmerken wollte, falls das immer mal ein bisschen unscharf wird, ich filme mit dem Handy und wie man natürlich jetzt auch merkt, wie ich hier so ein bisschen jetzt das extra mache, was nehmen Sie nicht mehr jetzt 5 Minuten Video und 8K auf? Naja, schön. Ja, ich nehme das jetzt mit dem Galaxy S20 gerade auf und ja. Dann haben wir hier das Targa oder Highspeed Bombs, wie es im Lidl heißt. Bei Aldi Süd heißt es jetzt anders, da habe ich den Namen nicht im Kopf, aber ich glaube, es hieß Ivanhoe. Bin ich mir nicht sicher, auf jeden Fall einmal dabei, dann, wenn ich es wieder kaufen werde. Weil ich gehe davon aus, dass Weko wieder vorhanden sein wird bei Aldi. Kann man nicht anders sagen, genau wie bei Lidl. Ja, das Indianapolis, auf jeden Fall. Kubische Kanonenschläge kann man auf jeden Fall wieder mitnehmen. Ja, ich denke mal, das sind die gleichen wie aus dem Netto. Wenn sie denn wieder vorhanden sein sollten, muss ich mal natürlich wieder anmerken. Dann hier so ein bisschen Leucht- und Knallsortiment. Jackpot 7 €. Kann man mitnehmen. Sind schöne Artikel bei. Die Vögel sind gut. Die Turboböller sind geil. Double Power oder Double Flash heißen sie, glaube ich, beim Lidl. 3,99 €, 10 Stück. Brauche ich nichts zu sagen. Kleiner Einschüsser. Kann man auf jeden Fall ein paar Mal mitnehmen. Genau, die Poison. Oder Reno oder wie auch immer sie sonst wo genannt wird. Zu guter Letzt zu unserem aller Liebling. Seid ihr auch so in Vorfreude? Wenn ja, dann lasst jetzt mal an der Stelle ein Like da, ein Abo vielleicht sogar oder eine Bewertung und einen Kommentar. Denn damit kann ich am meisten anfangen mit einer Bewertung und einem Kommentar, um zu sehen, ob euch meine Videos gefallen oder nicht. So, dann die Double Flash. Das 4 €, brauche ich nichts zu sagen. Geile Dinger. Kaufen, einpacken. Aber nicht alles, ich will auch welche haben. Ja, Batterien, Verbund, tschüss. Dann, wie gesagt, hier heißen sie Goldraketen. Das sind die Goldrauschraketen oder halt viel Glück, wie sie beim Aldi hießen. Zweimal einpacken auf jeden Fall. Highspeed Bombs, brauche ich nichts zu sagen. Zweimal einpacken. Dann hier wieder die Skyshots. Auf jeden Fall zwei, dreimal einpacken. Oder noch mehr, je nachdem, wie ihr es wollt.
sind halt auch geile Teile von Weco, muss ich sagen. Haben mich auf jeden Fall sehr überzeugt, werde ich auch definitiv wieder mitnehmen. Deswegen zeige ich euch den Artikel auch. Ja, genau. Dann haben wir hier die Black Ice, ein Klassiker, viele Jahre dabei. XXL Fächerbatterie, bis zu 500 Gramm hat der Batzen. Ist auf jeden Fall, ja, doch so groß wie der Prospekt könnte die, glaube ich, schon fast sein, ohne jetzt zu übertreiben. Geiles Teil, einfach einpacken. Gleiche ist Power-Up, richtig heftiges Ding. Hatte ich letztes Jahr das erste Mal, 20 Euro habe ich noch nie so gut in der Feuerwerksbatterie investiert. Tremor-Ausbreitung, richtig laut, übelst geiler Effekt, einpacken. Mehr brauche ich nicht zu sagen, guckt euch das Video an. Das ist einfach nur Bombe, das Teil. Also, das ist die geilste Batterie für 20 Euro, die ich je gesehen habe. Da kommt meiner Meinung nach nichts anderes ran. So, ein weiter Hellboy, Crackling-Ding, geil, einpacken. Ist natürlich auch nicht für jeden was, aber für mich schon. Deswegen auf jeden Fall dabei. Absolute Kaufempfehlung, wenn es wieder vorhanden sein sollte, ist auf jeden Fall die Beastmaster. Schöne, fette Crackling-Batterie mit zwei Stufen, die unten schon ein Crackling hat, in der Luft dann explodiert und nochmal ein Crackling mit sich nimmt. Richtig cooles Teil. Dann, das ist jetzt kein Witz, Star Rockets. Da haben viele gesagt, die sollen gar nicht so gut sein. Ich habe sie mal mitgenommen. Und ihr findet auch Videos auf YouTube. Da haben die für die kleine Größe richtig geiles Effektladungsbouquet. Und hätte ich nicht erwartet. Auf jeden Fall wieder 3-4 Mal mitnehmen. Kommen aber, ja, meiner Meinung nach auch schon ganz gut an die Skyrockets von Jorge ran. Die kosten ja auch 6 Stück, ich glaube 1,90, 2 Euro. Je nachdem, wo man sie kauft halt natürlich, ne? Die Painted Sky, auch richtig cooles Ding. 50 Schuss, XXL Batterie. Ja, Kaliber ist nicht ganz so groß. Ich glaube nur, wie groß ist es? 22 mm, aber trotzdem geile Effekte meiner Meinung nach. Ist auf jeden Fall was für mich und für den einen oder anderen von euch. Ja, dann auf jeden Fall keine Kaufempfehlung. Dann haben wir hier das Leuchtspektakel. Brauche ich auch nichts zu sagen. Auch Ewigkeiten dabei. Flashbang. Eigentlich das gleiche wie der Double Flash, nur mit einem Knall. Und ja, auch 3-4 Stück mitnehmen. Dann haben wir hier das Feuerfeger. Leicht wie das Jackpot, aber dennoch ein bisschen anders. Oder ich glaube, das ist sogar komplett gleich. Bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall einpacken. Dann definitiv Kubis, ist klar. Kann man mal ein paar vergleichen, die von Aldi, die sind ja von Komet, wenn sie denn dieses Jahr genauso sind. Und ja, Netto hat ja auch dann so ziemlich das gleiche. Genau, das sind ja auch Komet-Kubis, also denke ich mal, da kann man nichts falsch machen. Dann haben wir das Fire Fantasy, Familiensortiment für Jung und Alt. Auch was für die Kleinen dabei. Dann haben wir hier Knallerbsen, natürlich wieder, damit die Effektmenge hochgeht, dass da über 200 Teile drin sind. Genau, dann haben wir noch zum grünen Abschluss die Alligator, auch seit vielen Jahren dabei, super Teil. Ist mal mehr gut, mal weniger. Ja, ist wie so ein Ü-Ei, aber kann man trotzdem 3-4 Mal mitnehmen, für den Preis kann man da eigentlich nichts verkehrt machen. Das war's dann auch von dem Video jetzt von mir. Ich werde euch natürlich über weitere kommende Prospekte auf den Laufenden halten für das kommende Silvester 2021. Wenn es euch denn gefallen hat, eure Meinung da. Ob ihr auch so die ein oder anderen Artikel dabei hattet, die ihr auch ganz gerne in diesem Jahr wieder haben möchtet. Und ja, lasst eine Bewertung da, einen Kommentar. Damit kann ich am meisten anfangen. Konstruktive Kritik natürlich. Nicht beleidigend werden. Und dann hoffe ich, dass euch mein Video gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, wenn es darum geht, das nächste Prospekt für das kommende Silvester vorzustellen. Ciao.